Hallo zusammen und willkommen zurück bei Gas Station Simulator. So, da haben wir den ersten Kunden hier. Nettes T-Shirt. Guten Tag. Was haben wir denn hier? Vier Artikel. Schulde dir was. Ja, 1166, ne? Tschüss. So. Wie sieht's aus? Was können wir denn jetzt noch machen? Schließe alle Ziele ab, um die Tankstelle aufrüsten zu können. Was war denn das jetzt? Anforderung. Ach ja, die 700. Und wir brauchen unbedingt Sprit, sehe ich gerade. Das sollten wir als erstes machen. Der Spritpreis variiert natürlich. Das nützt nichts. Wir müssen auf jeden Fall 100 Liter ordern. Ah, und die Lieferung ist da im Lagerhaus. Da müssen wir jetzt schnell hin. Ja, ich komme. Wie gesagt, Tor immer geschlossen halten, sonst klauen die. Und wir müssen selber abladen, ne? Hier hinten haben wir die Regale. Das packen wir da rein. Das passt Gott sei Dank alles rein. Wir haben ja genauso viel bestellt. So. Dann sieh zu, ne? Ja, ich muss ja noch aufräumen. Das habe ich noch nicht geschafft hier. So, er fährt raus. Machen wir das Tor zu. Und jetzt können wir hier vorne ganz gepflegt. Ah, der Tanklaster kommt auch gerade. Es ist auch nichts los. Gleich die Sachen hier einsortieren. Jetzt haben wir nämlich Zugriff auf das Lager von hier, wenn wir die Sachen einsortieren. Ah ne, das war noch gar nicht Tanker. Da hinten kommt er. Dann können wir hier noch selber einsortieren. So, die Getränke. Da packen wir erstmal davon 10, davon 10, davon 10, davon 10, davon 10, davon 10. Passt einiges rein. 5, ne, jetzt ist es voll hier. Schön. Querbeet. So. Hier 10, hier 10. Hoch. Wieder rein da. Na komm, diese eine kriegen wir jetzt auch noch hier unter. Ein Popcorn. So. Mahlzeit. So, und da ist schon wieder einer. Mahlzeit. So. Auch ein netter Transporter. Und Kundschaft? Ja, Toilette gibt es ja noch nicht. Obwohl hier schon das Schild ist. Die Toilette ist hier. Aber da kommen wir noch nicht dran. Da kommen wir gleich erst dran. Ich glaube nach der Aufrüstung. Hier haben wir noch eine E-Mail. Aber die E-Mail ist, glaube ich, unwichtig. Lager und Lieferung. Ja, das habe ich euch ja schon erzählt. So, ja, ein bisschen Dreck brauchen wir jetzt hier nicht rumfegen. Ich könnte hier drinnen erstmal noch weiter die Wand streichen. Das kostet ja nichts. Damit wir es hier ein bisschen Taco haben. Und sich die Kunden nicht gleich erschrecken und wieder weglaufen. Er sucht noch was aus. Zumindest steht noch nicht, dass er an der Kasse ist. Ah, ist er noch beschäftigt. Dann machen wir hier noch die eine Wand. Ah ja, ich komme. Moment. Ich muss hier nur noch die eben die Wand fertig machen. So. Guten Abend. Ups. Da ist es passiert. Und dann ist der Kunde auch sauer, warum auch immer. Obwohl er das eine Teil umsonst bekommen hat. Naja, passiert halt, ne? So. Da draußen ist nichts los. Dann bereiten wir uns auf die Nachtschicht vor.
kriegen wir wenigstens hier drin alles gestrichen. Oh, da ist ein Kunde an einer Zapfsäule. Abend. So. Machen wir hier die Ecke, wo die Waren stehen, auch erstmal klar, Chef. Natürlich gerne gehabt, wenn wir uns noch ein Regal leisten könnten für Alkohol und Tabak, aber da kann man richtig Geld mitmachen. Wie es halt in Wirklichkeit auch ist, ne? Just as I wanted. Ja, du hast die Sachen rausgesucht. Putzi, putzi. Wow. Thanks a bunch. Yep, mach's gut. Oh, was kann ich für dich tun? Hexe. Mach's gut, ciao. Ziemlich dreckig getrampelt hier alles wieder. Ab und zu verschwinden die Säcke mal. Aber ist ja nicht schlimm. Brauchen wir nicht weniger tragen. Hat gar nicht alles mitgenommen. Und, och, Kundschaft. Es war dreimal hintereinander derselbe hier, wa? Zumindest dasselbe Fahrzeug. So. Wir können doch das Darlehen aufnehmen, ne? Genau, wir nehmen das Darlehen auf. Dann können wir doch eigentlich die... Warte mal, wo waren das jetzt? Hier. Warum geht denn das nicht? Ich schließe weitere Ziele ab. Welche Ziele denn? Warenhaus? Nein. Gerade ein bisschen verwirrt. Spruch. Nabend. Have a nice day. Ach so, nimm den Anruf entgegen. Gar nicht mitbekommen, was der Onkel gemeldet hat. I see you're putting hard work into keeping your station running again, kid. Good, good. I wouldn't have it any other way. I just wanted to remind you. Ja, ich weiß, dass die Kunden. I'm not the only one judging your performance. Die Kunden sind wichtig. Jetzt haben wir nämlich da oben den Level 1. Wir hätten jetzt gar nicht die 1000 leihen müssen. Das war jetzt ein bisschen dumm. Warte mal. Hier müssen wir erst tanken. Das geht schneller. Jetzt hätte ich die Kohle nicht leihen brauchen. Na egal.
Jetzt haben wir sie. Wir müssen die halt nur mit Zinsen zurückzahlen. Ja, super. So, jetzt können wir aber trotzdem aufrüsten, ne? Neuer Level. Wie ist mehr Ziele ab? Ach, hier Einrichtung, genau. Wir sollen noch einen Parkplatz, glaube ich, kaufen. Beziehungsweise, nein, hier müssen wir hin. Die Toiletten, jetzt sind nämlich die Toiletten dran, genau, für 50. Haben Sie schon was gefunden? Weil ich müsste mal um die Toiletten mich kümmern. So, was haben wir denn da Feines? Was für einen süßen Zahn. Das ist runtergefallen, obwohl ich nichts dafür kann. Ja, ja. Richt ihn nicht auf. Ist leider hier auch weg. So, gehen wir mal eben fix auf die Toilette. Die auch super aussieht. Halt, wir noch den Sack. Undefinierbare Sachen. Das kriegen wir so nicht mit. So. Noch ein Sack. Flups. Und einmal durchgefeudelt. Darf ich mal? Danke. So, sind wir schon fertig hier? Ja, ne? Kann man so anbieten. Nice. Ja, die Toilette ist wirklich nice. Die ist richtig nice. So, was haben wir an Mail? Anerkennung und Popularität. Genau, da müssen wir, glaube ich, auf Level 2 kommen. Erhöhe den Popularität-Level der Tankstelle um 1, genau. So, haben wir was gefunden? So, der ist zufrieden. Jetzt sind wir bei 20%. Und wir haben noch einen Kunden. So. Das Schlüsselregal gefällt mir da eigentlich nicht. Da wollte ich eigentlich die Zigaretten hinmachen. Und das umhängen. Da können wir es nicht hinhängen. Wir hängen es einfach hier hinten hin. So. Da können dann die Zigaretten hin. Wo man dann da nicht mehr rum kann, aber das ist mir eigentlich egal. So, hier ist gerade nichts los, dann streichen wir den Rest hier fertig. Morgens um 3:30. Wer kennt's nicht? So. Nicht so weit. Eine Farbkleckser hier machen. Der ist noch nicht an der Kasse. Jetzt ist er an der Kasse. Bin sofort da. Ja, da sind noch zwei. So, mal hier sauber machen. Schon wieder bestellen, wa? Oh ja, haben wir noch was? Nee. Da haben wir auch nichts mehr. Getränke haben wir. Noch ein paar. Aber Happa Happa. Lieferung, Produkte, Snacks. Das kriegen wir das alles noch ins Lager? 203, nee, von 1 müssen wir uns trennen. Dann nehmen wir hier die Paprika-Chips. So, das haben wir bestellt. So, morgen.
super. Ja, habe ich richtig gut getankt, habe mich richtig bemüht. Schmeiß den Müll da rein. Aber nichts gekauft. Unglaublich. Und eine Menge Dreck hier gelassen. So, die Warenlieferung kommt. Prozent. Kundschaft. Da kommt der LKW. Hier wird mal unsere Garage irgendwann entstehen. Wo wir dann so ein paar Reparaturen machen können. So, hier ist alles in Ordnung. Ich muss mal kurz rüber die Ware annehmen. So. Ich bin mal so frei. Wir müssen das hier unbedingt aufräumen, ey. Eine Katastrophe hier. Aber es gibt so viel Baustellen. So. Außer rein, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Heute noch. So, der fährt raus. Sehr gut. Wartet auch schon einer wieder an der Zapfsäule. Und ein Kunde jetzt. So. Tschüss. Morgen. Na, was gefunden? Tschüss. Kraftstoffstatus ist niedrig. Dann gucken wir mal. $2. Dann tanken wir. Ja, mehr als 100 kann ich eh nicht tanken. Weil der Tank ja nicht so viel hergibt. 67%. Was ist denn los hier? Na, jetzt fahren sie alle. Ja, mein Gott, war noch nicht mal vorgesprungen. Nee, nicht den Besen. Hier wollen wir doch hin. Schnell die letzten beiden Wände hier streichen. Und dann ist der Tanklaster da. Sehr gut. So, hier ist gerade keiner. Dann nehmen wir mal eben den Sprit an. Da hinten biegt er um die Ecke. Ach ja. Wird das hier hinten hingefledert? Soweit ist das geflogen. Mal am Tisch. Hier drüben ist auch noch so viel Mist. Die Türen passen da rein. Das ist natürlich klasse. Achso. So, ich komme. Jawohl. So. Du machst das dann, ne? Und dann einen schönen Tag. Tschüss. Hallo? Auch ein cooler Bulli. Solo. Han Solo oder was? Der hat aber noch Haare. Warten. Oh mein Gott.
Ist er nur auf den Schacht gegangen oder was? Tatsache, nice, ja. Weh, du kaufst nichts. Na, Officer. Wie geht's? Jo, sieh zu, ne? Na, ich wollte schon sagen, hier, ne? Den Schacht voll drömmeln und nichts kaufen. So geht's ja nicht, ne? Wow. You're a lifesaver. Sieh zu. Ciao. Guten Tag. Ein paar leckere Kekse. Trinkgeld erhalten, 64 Cent. So, wir wollten ja hier noch auffüllen. Ne? Erstmal machen wir das hier. Da kommen erstmal 10 Popcorn rein. Ne, 20. Ne, 30. Ne, alle. Ne, alle passen nicht rein. Gott. Wo Popcorn ist, ist es eigentlich voll mit Popcorn. Oh. Popularität, ein Level gestiegen. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir das vollgepackt. Was liegt denn hier rum? Mein Gott. Ganzen Mist auf den Boden schmeißen. So. Jetzt könnten wir die Tankstelle umrüsten, aber das ist mir jetzt zu gefährlich, weil wir das Darlehen noch haben. Ich glaube, das müssen wir erst an unseren Onkel zurückzahlen. Besser ist das. Ich hätte das nie aufnehmen sollen. Jetzt zahlen wir $100 an Zinsen. Ärgerlich. So. Jetzt müssen wir, ne? Ach, jetzt sollen wir die Dings herstellen, die Werkstatt für $300. Da müssen wir jetzt drauf sparen, Leute. Da kriegen wir dann auch ein bisschen Geld rein. Moin. Da kann man gut Geld mitmachen. Ja, $38. So. $300. Wir sollten zusehen, dass wir, obwohl wir den anderen Parkplatz jetzt noch freikriegen, das wird dann noch zu stressig bald. Vor allem mit der Werkstatt, weil wir sind ja noch alleine. Wir können noch keine Angestellten einstellen. Das artet flugs in Arbeit aus. Dann machen wir hier die Car Wash mal frei. Die habe ich selber auch noch nicht. Wie gesagt, ich habe es ja auch nicht so lange gespielt. Weil einiges zieht sich halt, ne? Gerade später die Level. Wenn man dann da 100 Kunden oder so haben muss, bedient haben muss und 20 getankt und was weiß ich nicht alles. Er hupt hier. Was mit anpacken hier, nicht hupen. So. Boah, da ist aber auch viel Kleinkram hier. Wir haben Kunden. Ja, ich komme. So. Das können wir schon wieder abholen. Lassen den Müll. Jo, tschüss. Achso, ich wollte doch den anrufen zum Abholen. So. Hallo. Einmal tanken.
War sehr durstig, wa? So. So. Das ist wieder befüllt. Ja, hier müssen wir erstmal ein bisschen mehr einkaufen. Hier habe ich also so viel von dem gleichen Zeug drin stehen. Egal. Irgendwer wird es schon kaufen. So, Mensch, hat sich doch schon gut gewandelt hier. Alles schön sauber und funktionell. Es wird. Da kommt der Müllwagen. 156 Dollar brauchen wir noch. Oder müssen wir wahrscheinlich wieder noch einmal tanken oder was? Mir ist auch alles dreckig gemacht, der Kopf. Hier kriegen wir nicht weg. Eine blöde Dennis ist schon lange nicht mehr vorbeigekommen. Aber ich will es jetzt auch nicht beschreien. Dann kommt er nämlich gleich wieder. Macht das richtig, ne? Alles diesmal mitnehmen. Gibt's doch nicht. Das Sondermüll oder was? Unglaublich. Mahlzeit. Top of the line job there. Mahlzeit. Hier so ein paar leckere Popcorn hier. Wow. Kein Popcorn? Na gut. You're a lifesaver. 99 Cent Trinkgeld. Die Kekse alle? Es tut mir jetzt leid. Ich habe die garantiert noch, aber ich habe keinen Platz mehr im Regal. Mahlzeit. Tja, nichts los gerade. Schönes Auto. Nabend. Einmal volltanken. Volltanken will hier keiner. Obwohl, dann wird die Zapfsäule auch wieder leer. Thanks. Jo, tschüssi. So. Na, was gefunden? You're a lifesaver. Ja, ich weiß. Leckeres Essen. Tschüss. Okay, Leute, wir sind jetzt hier am Abend, 19.30 Uhr. Morgen ist es wohl soweit, da können wir endlich den Workshop aufmachen, die Werkstatt. Und dann schauen wir mal. Dann sollte der Rubel eigentlich fließen. Leute, ich würde sagen, euch noch einen schönen Tag. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.